Hallo zusammen. Ja, ich habe mich hier auf YouTube lange, lange, sehr lange nicht gemeldet. Kleine Sachen oder was so gerade passiert, habe ich mal auch auf Instagram gestellt. Falls jemand interessiert hat, denke ich mal da reingeschaut. Ja, wer kein Instagram hat, dann ja, es tut mir leid, aber es ist echt die letzte Zeit sehr, sehr hart gewesen. Es war schon von Anfang an sehr hart, habe ich mich ja immer wieder richtig gepusht und ja, mein Motto ja war, nur die Zeit ist die einzige Grenze. Und die Zeit ist die einzige Grenze. Und zusätzlich, dass ich ein Jahr halten wollte und natürlich auch viele Kilometer machen. Und wenn man in so einem praktisch eigentlich in einem Wettkampf drin ist und trotzdem zwischendurch Videos macht, dann das macht einen kaputt. Ein Wettkampf macht sowieso einen kaputt und ich habe es trotzdem irgendwie, weiß ich jetzt im Nachhinein gar nicht, wie habe ich das noch 8 Monate lang noch Videos geschnitten gemacht und trotzdem so viele Kilometer gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen leichter, schon seit Schweden unterwegs. Habe einiges abgelegt, auch Zelt, so dass es meistens in irgendeinen Hütten oder einfach auf ja, Bushaltestellen oder sonst, wo ich ein kleines Dach gefunden habe, manchmal auch sogar ohne Dach, wenn ich wusste, heute regnet es nicht, dann lege ich mich einfach hin und in den Biwaksack. Ja, am Sonntag ist es soweit. Ich bin hier in einem ja, kleinen Dorf, einfach weil ich hier ein schön ruhiges Plätzchen gefunden habe und es war gerade 3 Uhr und ich dachte, genau 3 Uhr ist am Sonntag Schluss. So habe ich genau noch 4 Tage Zeit für 1010 Kilometer. Ich habe zwar gestern auch schon gepostet, 1250, ist eigentlich etwas mehr, plus ich habe heute ein bisschen Umweg gemacht. So habe ich schon jetzt 24 Stunden 250 Kilometer gemacht. Nun, mir bleiben immer noch etwas mehr wie 1000. Aber ich bin zuversichtlich und das wird schon, das schaffe ich. Auf jeden Fall. Ja, am Sonntag, den 22. ist Zieleinlauf, Finish. Ich freue mich wirklich sehr. Es war sehr hart. Ich bin auch sehr froh, dass es so eigentlich gut gelaufen ist. Ich habe versucht, wirklich auf alles zu achten und dass ich gesund, richtig gesund durchkomme. Sonst hält man ein Jahr nicht durch. Und klar, Kilometer sind wichtig. Wichtiger war mir doch wirklich gesund zu bleiben. Und natürlich habe ich auch ein Ziel. Es war immer schon im Kopf. Ich habe einigen das schon vorher verraten. 50.000 wollte ich erreichen. Und da sah eigentlich schon in Australien ein bisschen ja, schwierig aus, weil mit dem Wind habe ich nicht so gerechnet. Argentina schon gar nicht. Da rückte es immer weiter weg. Ja, und aber solange es rechnerisch noch möglich war, klar, rechnerisch ist auch so eine Sache, was ich mir vorstelle, was ich an einem Tag schaffe, und habe ich immer noch gedacht, auch mir gesagt, ruhig, Hauptsache jetzt diese Schwierigkeiten durchkommen, gesund bleiben und danach schaut man zum Schluss eventuell ein bisschen wirklich komplett alles. Ja, alles geben. Ich habe so und so alles gegeben. Und aber eben die Grenzen, die man so an die Grenzen selber kommt. Man denkt manchmal, es ist die Grenze, oft ist es aber, ganz ehrlich, da sind noch so viele Steigerungen drin möglich. Aber wenn wirklich die Grenze erreicht ist, die ist echt scharf, kantig und da muss man einfach aufpassen. Und ich habe manchmal wahrscheinlich auch die Grenze überschritten, aber noch so weit, dass es möglich war, weil ich schnell Stopp gesagt habe, hey, jetzt wie in Argentina habe ich 2 Tage Pause gemacht,
weil ich Rückenprobleme hatte und ab und zu auch mal Knieprobleme, aber da habe ich auch dann richtig langsame Tage eingelegt und so funktionierte es. Ja, wie gesagt, ich bin froh. Hier ist eine schöne, echt alte Kirche. Generell ist im Süden fand ich das sogar hier Frankreich ein bisschen wie spanischer, so ein bisschen Look. Ja, am Sonntag ist Schluss. Ich freue mich. Vielleicht treffe ich einen von euch. Ich teile immer Live-Track auf Instagram und auch meine Route habe ich dort geteilt. Wenn jemand möchte, kann gerne auch mal ein Stückchen mitfahren. Ob es jetzt schon ist oder kurz vor dem Ziel, würde ich mich freuen. Ansonsten, ich wünsche euch schöne Zeit. Ja, meine Videos, da wird auf jeden Fall was kommen, aber ist klar, ich habe jetzt ein Jahr Pause eingelegt. Ich muss jetzt mal wieder in einen Job, in meinen Job reinfinden, ein bisschen Ruhe bringen, reinbringen, Struktur und dann werden auch Videos gemacht, aber auf jeden Fall seid gespannt, da ist so viel passiert und ja, die Videos habt ihr ja nur bis Mitte Australien gesehen, da kommt noch einiges, das war nur circa ein Drittel von dem Ganzen, was ich alles erlebt habe. Ja, und insgesamt eigentlich, was ich erlebt habe, konnte ich nicht filmen und auch nicht rüberbringen, aber auch das ist schon sehr viel. Also, schöne Zeit euch, bleibt auch gesund und man sieht sich. Ciao.